Hey Formel 1 Freaks, in den letzten Monaten wurde immer wieder darüber spekuliert, ob Sebastian Vettel möglicherweise am Ende dieser Saison von der Formel 1 zurücktritt. Und nach bis jetzt 282 Rennen und insgesamt 16 Formel 1 Saisons wäre das auch irgendwann mal legitim. Und man vermutet auch schon, dass er vielleicht von jemandem wie Mick Schumacher ersetzt werden könnte oder auch von jemand anderem. Da gibt es ja auf jeden Fall viele Möglichkeiten, da gibt es viele Fahrer, die gerne diesen Platz hätten, da bin ich mir ganz sicher. Aber im Endeffekt hat Mike Craig, der Teamchef von Aston Martin, gesagt, dass es an Sebastian Vettel selbst liegt, ob er aufhört oder nicht. Das heißt, es liegt nicht daran, dass das Team nicht mehr weitermachen will, denn am Ende dieser Saison läuft sein Vertrag aus, sondern Sebastian Vettel darf selbst entscheiden, ob er noch weitermachen wird. Mike Craig hat dazu gesagt, wenn man ihn in einem Debrief erlebt oder am Telefon, wie er sich reinhängt, so fährt keiner, der nicht fahren will. So agiert keiner, der nicht fahren möchte. Wir haben ganz klar unseren Weg, dass wir mit Sebastian weitermachen wollen. Und alles andere sehen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Ich habe es in Imola schon gesagt. Wenn man einen Fahrer wie Sebastian hat, muss man ihn versuchen zu halten. Er ist einfach eine Mischung aus extremer fahrerischer Qualität und Erfahrung und auch eine sehr, sehr positive Person, die uns weiterbringt. Ja, das bedeutet eigentlich, dass Aston Martin schon den Vertrag wahrscheinlich aufgesetzt hat und Sebastian Vettel müsste ihn nur noch unterschreiben. Es hört sich auf jeden Fall so an, dass Sebastian Vettel locker weitermachen könnte, wenn er denn wollte. Aber Sebastian Vettel fällt immer wieder auf mit anderen Dingen, die ihn mittlerweile interessieren und bewegen. Zum Beispiel war er vor kurzem in einer britischen Talkshow bei dem Fernsehsender BBC und hat dort über alle möglichen Dinge gesprochen, über die Umwelt, über ihn selbst als Formel 1 Fahrer und dass er möglicherweise ein Heuchler sein könnte, weil er eben immer über die Umwelt spricht und trotzdem noch weiterfährt. Und dann war er erst vor kurzem in einem Gefängnis in Southwest London und hat dort die Insassen motiviert und ihnen gesagt, dass jeder eine zweite Chance verdient hat und er deshalb einen Mechaniker-Workshop eingerichtet hat, damit diese Insassen lernen können und nach dem Gefängnis möglicherweise eine Zukunft in der Autoindustrie haben können. Das sind solche Dinge, die Sebastian Vettel eben momentan macht und die ihn mittlerweile bewegen. Es ist nicht mehr nur zu 100% die Formel 1. Und was ihn natürlich auch bewegt, ist die Familie. Und jetzt hat er im Vorfeld des Baku Grand Prix in der Pressekonferenz wieder einmal Stellung genommen zu den Gerüchten, dass er aufhören könnte und über seine Zukunft in der Formel 1 und seine Zukunft allgemein gesprochen. Er hat gesagt, "Meine Zukunft in der Formel 1 hängt von diesem Jahr und den nächsten Rennen ab. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das wird in den kommenden Monaten passieren. Der Sommer ist normalerweise die Zeit, in der die Gespräche begonnen werden. Wir werden sehen. Ich bin mein ganzes Leben Rennen gefahren. Das gibt dir Sicherheit, weil andere Leute den Terminplan für dich machen. Ich weiß nicht, wie das Leben nach der Formel 1 aussieht. Man kann gewisse Dinge für die Zeit nach der Karriere vorbereiten, aber am Ende weiß man nie, was tatsächlich passiert. Und das ist die Wahrheit. Ich erwarte nicht, dass ich morgen etwas finde, in dem ich richtig gut bin, nur weil ich in meinem Leben schon mal etwas gefunden habe, in dem ich gut bin. Solche Dinge nochmal zu finden, ist schwer. Wie oft kann man in der Lotterie gewinnen? Ich genieße das Rennfahren nach wie vor, aber es gibt auch Dinge, die mir nicht so gefallen. Zum Beispiel das Reisen. Das kostet sehr viel Zeit. Ich habe Kinder und eine Familie zu Hause. Und das Reisen ist die Zeit, in der ich nicht bei ihnen bin." Ja, diese Aussage von Sebastian Vettel zeigt einfach, dass er mittlerweile seine Gedanken nicht mehr 100% bei der Formel 1 hat, sondern auch bei vielen anderen Dingen. Und er fürchtet sich auch ein wenig vor dem, was nach der Formel 1 folgen könnte. Vor einem Leben, in dem er sich selbst organisieren muss und selbst bestimmen muss, was er tun soll. Irgendwie glaube ich, er hat das Gefühl, dass er das nicht kann, weil er eben im Prinzip sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht hat als Rennfahren. Und da kann man sich schon mal fürchten vor dem, was da auf einen zukommt, vielleicht auch vor der gewissen Leere, die dann vor einem steht, ja fast schon Langeweile. Für so jemanden wie Sebastian Vettel, der das Adrenalin der Formel 1 gewöhnt ist, könnte das ganz normale Leben, der ganz normale Alltag, ja fast schon zu langweilig sein. Und er hat auch Bedenken eben, dass er etwas findet, wo er nochmal so gut ist wie in der Formel 1. Etwas, wofür er Leidenschaft hat und in dem er gut ist. Und das muss er erst finden und ich glaube, deswegen macht er auch so viele Dinge momentan und probiert viele neue Dinge aus, damit er etwas findet, was er nach der Karriere machen könnte. Und wie er ja selbst gesagt hat,
Die Leute momentan in der Formel 1 machen den Terminplan für ihn und das gibt ihm Sicherheit. Und wenn er etwas finden würde, was er nach der Karriere anpeilen könnte und angehen könnte, dann hätte er eine gewisse Struktur und hätte dann auch einen gewissen Terminplan und das würde ihm dann wieder Sicherheit geben. Und so könnte er dann irgendwann auch mal die Karriere beenden, wenn er da so etwas gefunden hat. Und da ist er eben jetzt schon auf dem Weg dorthin, er probiert jetzt schon diese neuen Dinge aus und sucht danach. Und vielleicht ist Sebastian Vettel ja dann irgendwann doch Vollzeitbesitzer eines Bienenhotels. Ja, das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bleib für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao!